euch alle sehr, sehr herzlich begrüßen zu diesem Abend heute. Wir sind heute am vierten Teil Heilung durch das Wort. Und wir haben schon in den anderen Abenden relativ viel erfahren über das Wort, wie das Wort wirkt. Wir haben auch erfahren, wie das auf unser Nervensystem einwirkt, wenn wir uns mit inneren Bildern befassen. Und wir haben drei sehr tiefe Bilderfolgen erfahren, die etwas in uns bewirken. Und zwar in dem Sinne, dass sie uns an etwas erinnern, was wir vielleicht selbst gar nicht mehr so in Erfahrung gebracht haben, auch über unser Selbst. Diese Geschichten sind auch ein Einstieg, um zu erfahren, dass es noch eine andere Welt gibt, in der wir leben. Nicht nur die rein materielle Welt, sondern eine geistige Welt. Und wenn man das noch höher ausdrücken will, in eine spirituelle Welt hineinführen, in denen wir dann, wenn wir die Bilder aber verlassen, in eine absolute Leere des Geistes eintauchen. In der ist dann alles da, weil nichts da ist. Das klingt zunächst paradox. Aber wir haben uns ja auch an dieses Paradox schon ein bisschen gewöhnt in diesen Abenden, weil wir immer merken, wenn wir wirklich was Tiefes erfahren, dann ist es wie die Münze, die wir betrachten. Wir brauchen sie nur zu drehen und haben eine andere Seite. Und dann ist noch etwas Drittes, nicht nur die eine Seite, die andere Seite, die durch die Drehung kommt, sondern die Bewegung im Herzen des ganzen Schöpfungsprinzips, die Kraft. Die Kraft, die Bewegung, die Drehung an sich selbst. In dieser Geschichte haben wir es mit einer sehr tiefen Erfahrung zu tun, nämlich mit dem Eintauchen in unsere Ebene, die wir auch wie einen Brunnen betrachten können, als würden wir in einen tiefen Brunnen hineinschauen. Und wie das so in der Natur der Sache auch ist, schauen wir in so einen tiefen Brunnen hinein, sehen wir zunächst nur Dunkelheit. Vielleicht, wenn das Wasser sich etwas bewegt und gerade Licht spiegelt, ein Moment, ein Blitz von Licht. Aber das Licht ist nur die Widerspiegelung der Sonne. Und wenn wir in diese Geschichte tiefer hineintauchen, dann werden wir erfassen, dass wir durch diese Spiegelung, die schwarz ist, hindurchtauchen und noch tiefer an etwas herankommen, was nicht mehr zu benennen ist und uns an unser Urgedächtnis und unser Ziel zurückbinden soll. Das alles passiert in der Geschichte, die wir uns heute anhören wollen. Doch es fängt ganz harmlos an, indem wir uns einfach mal ganz klar machen, wie so ein Adler eigentlich fliegt, wie er sein Nest verlässt, was da genau passiert zwischen seinen Füßen und seinen Flügeln. Da passiert nämlich ein Austausch. Zuerst waren die Flügel aktiv in der Standfestigkeit und in dem Moment, wo er den Sprung wagt in die Tiefe, sind die Füße gar nicht mehr, ich habe mich eben versprochen, glaube ich, ne? Die Füße gar nicht mehr wichtig, sondern die Flügel werden ganz, ganz wichtig. Und mit diesem Bild tauchen wir dann noch tiefer in ein anderes Bild rein, in ein Löwenherz und verbinden uns mit dieser Kraft. Und wir werden sehen, dass sie ein sehr archetypisches Prinzip in unserer Seele wachruft, was wir übrigens auch im Christentum schon kennen, den Adler, den Löwen. Und ihr werdet sehen, dass das alles irgendwo einen tiefen Aspekt mit unserem Archetypus Seele zu tun hat. Wir haben eine Zahl in unserem Zahlsystem, die ist sehr interessant, das ist die 8. Wenn wir die 8 hinlegen, sehen wir zwei Dimensionen, die durch den Schwung miteinander verbunden werden. Und so kann man sich vorstellen, Vergangenheit und Zukunft werden durch die Gegenwart, das ist der Schwung da, wo sich Vergangenheit und Zukunft in uns trifft, sich miteinander verbinden können. In diesem Zusammenhang, wo sie sich verbinden in der 8, in der liegenden 8, in der Lemniskade, haben wir mit der Zeit zu tun, direkt mit der Zeit. Und damit, weil es so unheimlich direkt ist, mit der Ewigkeit. Alles das berühren wir in der Geschichte. Wir berühren sozusagen den Schnittpunkt zwischen unserer Vergangenheit als Mensch, als Individuum Mensch, aber auch als kollektiver Mensch und gehen dann rüber in die Zukunft als individueller Mensch mit unseren ganzen Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch als kollektiver Mensch. Wir werden in dieser Geschichte sehr, sehr tiefe Erfahrungen machen, wenn wir das natürlich einfach mal vom zeitbedingten Faktor einsehen wollen, dass wir hier heute nur einmal die Geschichte hören können. Die ist nämlich ungefähr 13 bis 14 Minuten lang, sie ist lang.
Aber wenn wir sie immer wieder hören, werden wir erfassen, dass wir da sehr tiefe Folgen haben werden. Folgen von Bildern, die archetypisch immer tiefer in die Seele hineinführen. Also es sind große Symbole, will ich damit sagen. Die Chinesen haben eine sehr, sehr alte Kultur. Sie haben eine sehr tiefe Weisheit erfahren mit der Auseinandersetzung ihres, wie sie es nennen, Taos, des Wegs. Sie haben den Weg so tief erfahren, dass sie uns heute sogar in der Medizin noch sehr viel beibringen können. Die chinesische Medizin arbeitet mit dem Gleichgewicht, mit dem Fließgewicht, mit dem Einstellen in die Mitte. Interessant ist, dass der Begriff früher bei den alten Chinesen so an sich es nicht gab. Er hieß einfach Dao, Tao, der Weg. Das heißt, Meditation ist nichts anderes als der Weg zu unserem tiefsten, tiefen Inneren, da wo wir uns vollkommen von irgendwelchen irdischen Gesetzen befreien und in eine andere Dimension eintauchen. Die Lehrer von den alten chinesischen Völkern waren Priester. Und dadurch, dass sie Priester waren, tauchten sie in das Unvergängliche ein und kamen mit dem Wissen, was sie hatten, zurück in die Welt und brachten das dann in die irdische Welt hinein und damit auch als Lehre für Gesundheit und Krankheit. Die Lehre kommt also aus einer sehr tiefen Schicht ihrer Seele und geht in die Patienten bzw. in die Krankheiten hinein, dann in der Spiegelung, um im Ausgleich der Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft, aber auch Metall und Holz, dann zu wirken. Und immer da, wo ein Element zu stark wird oder sogar zu schwach und von einem anderen Element sozusagen besetzt wird oder oktruiert wird, gegängelt wird, um da wieder einen Ausgleich zu erschaffen. Tao ist der Weg bei den Chinesen. Und der Weg hört nicht auf und fängt nicht irgendwo an, nicht wirklich, sondern ist ein unglaubliches, dynamisches Kreisen auf einer Uhr, die im Grunde genommen gar keine Uhr ist, denn die Uhr an sich ist auch wieder nur so ein Symbol von Zeit und Ewigkeit. Sie erfasst nur das Zählen in vergänglichen Mustern und Formen. Sie selbst kann sich im Grunde genommen nicht so hergeben in eine so hohe Form, dass sie die Ewigkeit messen kann, weil die Ewigkeit ist so, wie wir sie kennen, weil wir sie nicht kennen, nicht zu messen. Also die Abfolge der Zeit von Vergangenheit über die Schnittpunktstelle Gegenwart in die Zukunft, das ist ein sehr, sehr langer Weg. Auch wenn wir das als Individuum nur sehr kurz erfahren. Ihr alle habt schon gehört, wenn ihr mit alten Leuten spricht, dann haben die oft das Gefühl, das war gestern gewesen. Sie sprechen von etwas, was wie gestern gewesen war. Und wenn wir noch jung sind, dann sagen wir, wir haben noch so viel vor uns und es kann uns gar nicht schnell genug gehen, dass wir da in diese Entwicklungsphase hineinkommen. So verändert sich unser ganzes Gefühl für die Zeit. Auch die Abfolge unserer Bilder, die wir erinnern, sind sehr unterschiedlich, je nachdem, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Bilder, innere Bilder können in die Höhe führen, wie das am Anfang in dieser Geschichte ist mit dem Adler. Innere Bilder können aber auch in die Tiefe führen. Auf jeden Fall, egal wo sie hinführen, wenn wir sie genau untersuchen würden, haben sie immer ein Original und einen Spiegel. Wie der Baum als Original dasteht, aber mir auch einen Schatten bietet, den ich ebenfalls studieren könnte und analysieren könnte. Ich kann also aufsteigen mit meinen Bildern, ich kann aber auch in die Tiefe hineinsteigen, in das Universum hineinsteigen, in mein Inneres hineinsteigen. Und genau das machen wir heute in der Geschichte. Wir steigen auf und gehen wieder hinunter. Steigen auf und gehen wieder hinunter. Das muss doch irgendetwas bewirken in uns, wenn wir so flexibel werden, dass wir aufsteigen und wieder hinunter. Aber die räumlichen Dimensionen in der Vorstellung der Geschichte dann effektiv auch verlassen. Dasselbe machen wir nämlich auch in unserem Leben. Wir berühren immer die Zeit, und zwar in dem Moment am meisten, wenn wir absolut in der Gegenwart sind. In der Gegenwart ist das Leben. Nun fragen wir uns mal ganz kurz, wie oft sind wir wirklich total aufmerksam in der Gegenwart?
Und wir haben von dieser einen Geschichte schon gehört, wo wir mit dem Jäger und dem Opfer gesprochen haben. Gyrus Cinguli war der Ort, den wir aktiviert haben. Wie wichtig die Aufmerksamkeit ist. Und wenn wir Aufmerksamkeit leben im Leben, sind wir voll da. Wie schwierig das aber auch ist für uns langfristig, wenn wir nicht aufmerksam sind, weil wir dann immer schneller in den Zerfall hineinkommen. Moderne wissenschaftliche Untersuchungen haben jetzt gerade offenbart, dass Menschen, die sehr schnell sind, eine längere Lebensdauer haben. Das ist interessant und passt zu dem, was wir vorher gelernt haben. Schnell zu sein heißt Reaktionskraft zu haben. Reaktionskraft zu haben heißt Aufmerksamkeit trainiert zu haben. Aufmerksamkeit trainiert zu haben heißt, sich gewöhnt zu sein, in der Gegenwart präsent zu sein. Das alles, was ich eben erklärt habe, ist nur eine Äußerung im Spiegel außen, in unseren Sinn. Aber in Wahrheit gibt es ja dahinter noch eine viel tiefere Beziehung zu unserer Aufmerksamkeit der Seele, was wiederum die eigentliche Quelle der Aufmerksamkeit der äußeren Gegebenheit ist, also auch meiner Schnelligkeit. Der Brunnen steht als Symbol, ich möchte mal sagen, nicht konträr, aber doch in einer bestimmten polaren Beziehung zum Meer, zum all-einen Urbewusstsein. Der Brunnen ist zum Beispiel bekannt als Symbol für das Wasser in der Oase. Das Meer wiederum ist für die Weite und zu anderen Ufern kommen, symbolisch stehend. Wenn ich also in den Brunnen gehe, dann mache ich genau konträr etwas. Ich segel nicht von hier nach dort zu anderen Ufern, sondern ich gehe in das tiefste Zentrum meiner selbst zurück. Ich bin also kein Explorer in dem Bild, sondern ich bin einer, der sich vollständig in das Zentrum zurückzieht. Ich bin sozusagen ein Kapitän auf Urlaub. Die Wasserkräfte sind auf der Erde sehr interessante Kräfte. Das Element Wasser spiegelt sich. Besonders stark wird das am Meer immer, wenn die Sonne untergeht und die Sonne wieder aufgeht. Dann spiegelt sich das ganze Meer. Und das kommt, weil das Licht nicht mehr direkt von oben kommen kann, sodass wir es seitlich sehen können. Wenn wir natürlich von oben gucken würden, könnten wir vielleicht in der Brechung der Wellen auch das Licht gespiegelt sehen. Aber es ist eben sehr interessant, dass die richtige Spiegelung einsetzt, wenn die Sonne auf- oder untergeht, wenn sie also flacher das Licht wirft. Übertragen heißt das, wenn wir uns nicht im Geist befinden, in der Gegenwart, spiegeln wir zu stark unseren emotionalen Bereich nach außen und reflektieren von anderen zurück. Das heißt, wir stellen uns als Spiegelung dar und der andere ärgert sich immer, weil er immer in sein verzerrtes Gesicht sieht. Zum Schluss merkt er gar nicht, dass er sich über sich selbst ärgert. Das wird verdrängt. Projektionen sind ein Riesengebiet für die Forschung und man kann sich damit wirklich das ganze Leben befassen. Aber irgendwann fragt man sich, ist das denn alles wirklich so schwierig? Denn Spiegelung ist schwierig. Spiegelung verzerrt uns. Spiegelung lässt uns entweder in die Vergangenheit drängen, zurück in die Urmutter, da wo wir mal Schutz gehabt haben, oder es lässt uns in die Zukunft jagen, damit wir aus diesem Spiegel, der uns gerade nicht gefällt oder uns verzerrt, herausfinden können. Die eigentliche Ruhe erfahren wir, wenn wir nicht im anderen etwas bieten, was ihn verzerrt lässt. Ja, dann müssen wir uns aufrichten. Ne? Dann müssen wir uns verändern. Und die Geschichte, die ich heute aufzeichnen möchte, gibt genau diese Veränderung. Sie verändert unsere Reaktionen auf die Spiegelung von uns anderen, von unserem Bild zu reagieren. Oder sie verändert auch die Kraft, wie der eine auf mich reagiert. Dass er sich ärgert über mich, weil er sich vielleicht in seinem Gesicht wieder sieht, aber verzerrt, ist nicht immer sehr positiv. Und sehr häufig erkennen wir gar nicht, dass das zwischen uns abläuft. Und sehr häufig verlieren wir dabei Jahre, man muss sagen, manchmal das ganze Leben in diesen undurchscheinenden, also nicht durchsichtigen, nicht erfassbaren
Reflexionen. Wir enden im Gemüt, anstatt in der geistigen Austauschenergie zwischen Freunden. Freunde zu haben, bedeutet Vertrauen zu haben. Bedeutet, man schaut sich an und man ärgert sich nicht über die Reflexionen im Spiegel. Langfristig ist ein wahrer Freund einer, der es möglich macht, sich so hinzustellen, dass ich nicht immer mein verzerrtes Gesicht sehe. Das macht Freunde aus. Ja, und wie macht man das? Man möchte ja ein guter Freund sein. Man konzentriert sich in der Gegenwart auf die geistige Kraft in einem selbst und nicht auf die Fehler des anderen. Wir hatten in den anderen Geschichten diesen Kreislauf beschrieben. Unterscheidungskraft, ne? Verstandesvermögen, dann die Fähigkeit zur Kritik, dann die Kritiklust. Und hier wird es schon gefährlich in der Spirale, denn die Lust schärft unseren Verstand. Die Kritik schärft unseren Verstand. Die Lust, immer weiter zu kritisieren, schärft unseren Verstand zunächst mal, unseren Intellekt. Und ohne dass wir das realisieren, sind wir von der Kritiklust in die Kritiksucht abgefallen. Wir hatten das, glaube ich, am zweiten Abend besprochen. Ne? Und wie gefährlich der Umgang miteinander ist, wenn wir das machen, können wir jetzt sehen, weil wir dann natürlich reflektieren. Wir geben sozusagen verzerrte Bilder im Spiegel. Und wir verärgern den anderen früher oder später, ob wir das merken oder nicht. Wenn wir in diesen tiefen Brunnen eintauchen, werden wir zunächst mit einem Spiegel konfrontiert. Und diesmal ist der Spiegel nicht das, was da außen abläuft, sondern was mit mir selbst passiert. In diesem Brunnen bin ich mit mir selbst, finde mich selbst an der Grenze, durchbreche die Grenze von Reflexion, von Original und Bild und finde dann in eine tiefe Wechselbeziehung. Heraus aus der Zeit in die Ewigkeit. Ich bin ein Zeitmensch und da komme ich an meinen Ewigkeitsmenschen. Und diese zwei treffen sich, während ich die Grenze in meinem Spiegel durchbreche. Ich gehe nicht mehr auf die Reflexion der Welt ein. Das Ganze kann ich in der Meditation machen, indem ich meine Sinne ausstelle, weg. Wir hatten das mal geübt. Indem ich vollkommen ins Dunkle hineintauche, in die Leere und mich mit dem Geist zum Beispiel durch ein Mantra verbinde und dann immer tiefer konzentriert die Leere ansteuere. In der Leere finde ich mich dann. Aber um das zu erreichen, habe ich Konzentration nötig. Manchmal habe ich die nicht. Wir alle wissen, wie schwierig das ist, Meditation zu üben. Das ist nicht so eine einfache Sache. Es hat sehr viel mit knallharter Ausrichtung im Moment der Gegenwart zu tun und mit einem liebevollen Herz zum Schöpfer gewandt und noch ein paar anderen Komponenten. Wenn ich hier in der Geschichte eintauche, bekomme ich eine Hilfe zu üben, in diese Ruhe hineinzukommen, weil ich gewisse Irritationen in meinem emotionalen Wasser ausgleiche. Und natürlich hat das auf einen bestimmten Teil meines Gehirns ganz gewaltige Auswirkungen. Große Menschen haben etwas in sich, was über Jahrtausende immer wieder zu beobachten war. Sie haben eine Idee von etwas, was sie tief in ihrer Erfahrung in sich tragen, in ihrem Gedächtnis kann man sagen. Und durch ihre Art, wie sie im Außen arbeiten, Forschung betreiben, künstlerisch tätig sind, bringen sie ihr Werk im Lauf der Jahre oder Jahrzehnte nach außen und wir können das sehen. Dass sie dieses Werk dann zum Schluss vollenden und dass es nach ihrem Tod sogar noch sehr große Manifestation hat, also Trittbrett für andere ist, die weiter forschen, das ist nur die äußere Manifestation ihres geistigen Weges, den sie hier mit ihrem Gehirn gegangen sind, mit ihrem großen Kasten, den sie da oben haben, mit diesem Wunderwerk. Die äußere Kraft ihrer Forschung, das Werk, was nachher vollendet ist, ist das Skelett. Ein Skelett. Es ist ein Relikt ihrer Tätigkeit, was überbleibt. Wir halten es für sehr wertvoll. Zum Beispiel alle Schriften von Goethe halten wir für sehr wertvoll. Aber wir haben es nur, wie ich schon mal angedeutet habe, mit einem Skelett seines Denkens zu tun.
das, was das Skelett ausgefüllt hat, das war seine Seele. Und die Ausrichtung seiner Seele, diese Schöpfungsgeheimnisse, die Wahrheit in sein Werk hineinzubringen. Ja, wer ist wohl dieser Herr? Was für Augen, ne? Was für ein großartiger Mensch. Ich finde, er sieht aus wie viele so Weise, die sehr viel gearbeitet haben. Man könnte glauben, er hat was gemacht. Was meinst du, hat dieser Mensch mit da? Siehst du an seinen Augen schon? Was könnte sein, was hat der Mensch gemacht in seinem Leben? Geforscht. Was hat denn der so geforscht? Ich lasse euch jetzt einfach mal ein bisschen raten, ein bisschen Mut haben. Ne? Das kann man sowieso nicht rausfinden. So einfach mal so. Man muss jetzt intuitiv wechseln auf Intuition. Aha, ja. Wieso? Ja, etwas mit Tieren, ja. Mit dem Leben insgesamt, ja. Wie kommst du auf das? Ja, toll. Ist es nicht toll? Jetzt haben schon zwei Leute das gesagt. Das sieht man einfach, ne? Vor allen Dingen auch in den Augen. Die sehen wirklich tiefgründig aus, die Augen. Und das ist ein alter Mann. Was können wir noch gemacht haben? Mit dem Universum sich befasst. Ja, wieso meinst du das? Auch wegen des Blickes. Ja, der ist tief, ne? Der Blick ist tief. Ein Sterngucker. Ein Sterngucker, ja, der hat in den Sternenstaub geguckt und zwar in die Skelette der Tiere, der Radiolaren. Das sind Radiolaren, sind ganz kleine Einzeller, so ähnlich wie Amöben. Und er hat sie zu den Tieren gezählt und hat die Skelette gezeichnet. Jetzt muss man sich mal vorstellen, die Schönheit von diesen Skeletten. Das sind kleine, algenähnliche Tierchen. Das ganze Meer auf diesem Planeten ist voll von diesen Tierchen. Also unser ganzes Meer ist voll von diesen Tierchen. Und wir sehen jetzt hier nur die Skelette übrigens. Ja? Das, was das Tier belebt hat, das ist weg. Aber was er zeichnet, was über ist, ist der Radiolarenschlamm. Das ist ein kleines Skelett, was jetzt von oben nach unten absinkt und bis zu Gestein wird. Vor 545 Millionen Jahren sind vielleicht diese Dinger hinuntergesunken. Und heute haben wir die ganze Erforschung von Sedimentgestein anhand seiner großen Forscherkraft manifestieren können. Er hat diese Bilder gemalt. Das sind Kunstformen aus dem Meer, mit dem hat er sich beschäftigt. Und er hat sich natürlich die ganze Zeit mit den Skeletten von Tieren beschäftigt. Und dann hat er sich noch die ganze Zeit nebenbei mit der Schönheit der Natur befasst. Außerdem hat er sich mit der Vergänglichkeit befasst. Und während er sie zeichnete, zeichnete er eigentlich das Gedächtnis. Ne? Das, was überbleibt von diesem Tier. Und das wiederum ist nur die Spiegelung des Gedächtnisses von diesem Tier. Das Skelett. Denn das Skelett ist selbst kein Gedächtnis, sondern nur die Spiegelung. Ja, ihr könnt euch das gerne mal angucken. Ernst Haeckel. Früher hat man Ernst Haeckel und Ernst Haeckel miteinander verwechselt. Heute erkennt man sie gar nicht mehr, man erinnert sich nicht mehr an sie. Große Leute werden nicht mehr erinnert. Weil die Welt sich so schnell dreht, wir sind schon in der nächsten Zeit. Aber er hat etwas sehr Wichtiges uns nahegebracht. Er war auch ein großer Verfechter von Darwin, ein Zeitgenosse von ihm. Früher Zeitgenosse. Bis 1834 bis 1919. Ich zeige euch nachher mal das Geburtsdiagramm. Aber auf jeden Fall ist sehr, sehr wichtig, dass man sieht, er hat seine Forschungen so entwickelt, dass man sagen kann, er wollte sagen, mit dem, was er erforscht hat, dass alles eine Entwicklung ist, wie man auf dieser Zeichnung hier sehen kann. Alles ist Entwicklung. Es gibt nicht einfach hier dieses Tier und hier jenes Tier und nun stirbt das aus und kommt irgendwas Neues,
sondern alles entwickelt sich aus allem heraus. Und deswegen das, was du vorhin gesagt hast, Ulla, der hat das Universum in den einzelnen Kreaturen studiert, also die Wechselwirkung. Der Frosch und das Biotop haben eine Wechselwirkung miteinander. Der Frosch alleine ist nichts ohne das Biotop und das Biotop braucht den Frosch. Und insofern hatte er kosmische Gedanken. Er hatte die Lehre von der Ökologie als dynamische Wechselbeziehung zwischen artverschiedenen Systemen im Kopf. Und das ist sehr interessant, weil die menschliche Kraft, das menschliche Leben nach unten hin emanzipiert sich aus dem Toten, aus dem Skelett und nach oben in den übernatürlichen Kreislauf, nach oben, wie ich das vorhin aufgebaut habe, in den Geist hinein. Also wenn der Mensch sich überwiegend in den Spiegelungen verliert, dann entwickelt er sich dazu, dass er den lebendigen Naturkreislauf in das Tote von sich selbst hineinführt. Kann man sich das vorstellen, Frau Rudek? Alle Streitereien mit Mitmenschen, die man zu lange macht, am besten man macht sie eben gar nicht, diese bringen dich dazu, von deinem Gehirnteil, den ich nachher nicht erklären möchte, aber auch von deiner gesamten Situation als Mensch, bringen dich dazu, dich in das Tote hineinzuentwickeln. Während das Herausschrauben manchmal auch, das Herausbinden, das Heraus sich befreien durch die geistige Kraft, immer Verjüngung zur Folge hat. Das ist ein Gesetz. Nun kann man sagen, ja, das eine geht nicht ohne das andere. Ja, das stimmt. Es geht um den Ausgleich. Der Ernst Haeckel zeichnete die ganze Zeit diese Skelette von diesen kleinen Kleinstlebewesen, die das ganze Meer bevölkern seit Millionen von Jahren. Er zeichnete das Relikt ihrer Lebenszeit. Und wenn wir das so machen, wie ich das eben erklärt habe, ansatzweise, nicht gleich perfekt, dann wird ein Relikt von Kunst am Ende von unserem Leben zurückbleiben. Sonst bleibt einfach nur ein zerstobener Klumpen Erde zurück. Kann man sich vorstellen. Könnte man auch sagen, dass das auf unser Skelett einwirkt langfristig? Ja, nach hundertprozentig. Unser Skelett ist aus Kalzium, aus Silizium, aus Aluminium, also aus Tonerde. Wenn das zersplittert, wenn das immer mehr zerfällt, müssen wir davon ausgehen, dass wir schon während wir leben zerfallen. Natürlich machen wir diesen Todesprozess immer. Früher sind wir 120 geworden, zu guten Zeiten, als wir geistig aktiv waren. Heute werden wir, wenn wir weitermachen, so im Durchschnitt, naja, ich möchte mal keine Prognose stellen, aber sieht nicht mehr so gut aus. Weil wir natürlich durch die Spiegelung und Reflexionen Verhaltensmuster entwickeln. Und jetzt komme ich zum wichtigsten Punkt in der Geschichte, die etwas mit Suchtverhalten zu tun haben. Es geht bei der Auflösung durch die inneren Bilder in der Geschichte um die Auflösung von Suchtverhalten. Nun, wie ist überhaupt der Zirkulus Virtuosus von Sucht? Ganz simpel. Der hat immer was mit seinem Ausdruck zu tun, mit dem Ausdruck von uns Menschen. Wie wir den anderen begegnen, wie wir uns aber auch zu ihm stellen, sozusagen als Spiegel. Wenn das negativ ist, wird immer der andere bloßgestellt, in seiner Verzerrung auch als Bild. Oder wenn der andere das nicht sehen will, werde ich als Spiegel bloßgestellt. Das heißt also, der Zirkulus Virtuosus im Umgang unserer Mitmenschlichkeit beginnt mit der negativen Kraft von Bloßstellung. Und dann kommt die zweite Dimension, das ist die Kritik. Dann kommt die Abschwächung von Kritik, weil die hat ihren Peak erreicht, ihren Zenit überschritten. Nur kraftvolle, kluge Menschen können klug kritisieren. Und kommen dann von dieser Schwäche aus, die Kritik zerfällt auch langsam, in die Nörgelei, also in die dritte Position, und gehen dann hinüber in das Suchtverhalten. Also das Nörgeln und Jammern wird dann zur Sucht. Zum Ausdruck unseres Schmerzes, dass wir nicht das erreicht haben, was wir kristallisieren sollten in unserem Werk. Während das geschieht, geschieht spiegelverkehrt die Zerbrechlichkeit unseres physischen Leibes als Symbolik, der Körper ist Symbol für unsere geistige Haltung.
Wir wollen das ja alles überhaupt nicht erfahren hier heute Abend, um uns zu kritisieren. Also, oh Gott, sind wir schlimm und ich habe schon künstliches Hüftgelenk, muss ja wohl ganz schlimm mit mir sein. Ne? Oder ich habe schon künstliches Kniegelenk, ich bin wohl ganz schlimm dran. Deswegen erzähle ich das jetzt hier eigentlich nicht, sondern nur daran, erzähle ich es eigentlich nur, um uns diese Entwicklungskreisläufe bekannt zu machen oder wieder bekannt zu machen, weil wir kennen sie eigentlich alle, wir wollen sie aber vielleicht doch mal so in diesem Zusammenhang hören, um dann eventuell bereit zu sein, wenn es unsere Zeit von uns verlangt, auch die Weichen besser zu stellen. Und das machen wir mit dieser Geschichte, die Weichen zu stellen, unseren Spiegel wieder mit uns aufzustellen und nicht so sehr mit dem Gegenüber, sodass wir uns nicht in diesem Zirkulus Virtuosus von Bloßstellung, Kritik, Sucht, Nörgelei und dann Suchtverhalten in diesem Zirkulus Virtuosus verlieren. Denn das bricht unsere Fähigkeit, an unserem Werk weiterzuarbeiten, sodass später an unserem Werk nichts dran ist. Nicht mal ein Skelett, was wir zeichnen könnten. Wer das genauer wissen will, diesen Zirkulus Virtuosus von Bloßstellung, Kritik, Nörgelei und Sucht, kann das einfach mal im Buch Orientierung in der Partnerschaft lesen. Da ist es genau beschrieben. Und es fängt eben an mit Freundschaft und Feindschaft. Das ist die Bloßstellung. Und das hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie ich den Spiegel aufstelle. Wie ich reflektiere, wie ich den anderen in eine Projektion hineinpresse, aus der er unter Umständen nicht mehr herauskommen kann, weil ich es einfach nicht zulasse, ihn davon wieder zu befreien. Wir haben es also mit einer Emanzipation des Geistes zu tun, wenn wir uns in diese Geschichte hinein entwickeln wollen, in den Brunnen der Ewigkeit. Haeckel hatte deshalb diese tiefe Kraft, etwas zu bewirken. Er war natürlich auch riesig angegriffen worden, könnt ihr euch ja vorstellen. Denn die, die ein solches Werk machen, müssen Feinde auf den Plan rufen. Ich meine, das ist selbstverständlich. Ne? Aber die Frage ist, wie tief geht man jetzt in diese Feindschaft rein und fängt an, mit diesen ganzen Leuten, die einen da abschießen wollen, Krieg zu führen? Das ist ja die Frage. Aber Haeckel hatte die Idee, in seiner Wissenschaft Beziehungen zwischen dem Organismus und der belebten oder unbelebten Umwelt herzustellen und zu sagen, alles ist in einer Beziehung miteinander. Also wenn ich mit dir spreche, stelle ich meinen Spiegel auf. Aber wie ist das zwischen uns? Wie wirkt sie ihr Gesicht in meinem Spiegel? Das hat mit unserer Fähigkeit zu tun, wie wir miteinander umgehen. Es hat sehr viel etwas zu tun mit meiner Fähigkeit, Verbitterungen zu lösen. Meine Liebesfähigkeit zu entwickeln. Es hat sehr viel damit zu tun, wie kontrolliere ich meine Gedanken. Es hat natürlich alles das damit zu tun, was für ein Schicksal, was für eine Vergangenheit ich habe. Das bestimmt mein persönliches Ökosystem. Ökologie ist übrigens heute so ein Wort, das benutzt jeder. Ist mal ganz nett zu wissen, wo das eigentlich herkommt. Also wir haben es sehr tief mit Ökologie zu tun und dank Haeckel haben wir dieses Wort sehr tief belebt durch die Wechselbeziehung zwischen Lebewesen, belebter und unbelebter Welt, die er uns nahebringen wollte und aus diesem Grund auch eben mit Darwin sehr stark verbunden war, mit seiner Lehre. Man muss Darwin ja in seiner Zeit sehen, hat er natürlich eine sehr, sehr große Fähigkeit gehabt, zu durchschauen, dass das Denken in den Evolutionsstufen eine große Bedeutung für uns Menschen hat. Das Ganze können wir übertragen auf den Geist. Wir entwickeln uns im Geist ebenfalls. Wir evolutionieren uns ebenfalls im Geist. Dieser Rupert Sheldrake, ein moderner Physiker, der spricht heute von morphogenetischen Feldern. Das meint auch, dass das alles miteinander verbunden ist und dass das, was sich hier bewegt, einen Einfluss auf das hat, was sich dort bewegt. Er hat das Beispiel mit der Kartoffel gebracht. Ich glaube, ihr alle kennt das Beispiel mit der Kartoffel. Und das ist also eigentlich jetzt schon eine abgedroschene Geschichte. Das Wort morphogenetisches Feld hat er geprägt und es bringt uns insofern weiter, das, was auch Haeckel schon gesagt hat, das System, in dem ein Lebewesen lebt, wirkt auf das Lebewesen ein und das Lebewesen wirkt auf das Feld ein. Sie bilden eine Art kollektive Gemeinsamkeit. Zum Beispiel bei Fingerhutpflanzen, Digitalis, dieses Mittel ist sehr wichtig für diese Geschichte heute.
Und zwar, weil es das Heilmittel ist für die Störungen, die entstehen, wenn ich meinen bestimmten Bereich in meinem Gehirn nicht aktiviere, weil ich in den Spiegelungen verbohrt und verändert bin. Dieser Fingerhut, der gestaltet sich sozusagen selbst, aber schon für die Zukunft. Er ist nicht so, wie er vor 150, 200 oder 300 Jahren ist. Er hat sich verändert, weil sich die Zeit verändert hat. Das heißt, auch wir als Menschen sind heute anders, als vor 300, 400 Jahren Menschen waren. Natürlich auch unser Körper, denn er ist ein Abbild von der ganzen Geschichte. Die Mönche haben das erste Mal vor 400 nach Christi, 500 nach Christi dieses Mittel, dieses Heilmittel entdeckt für Niedergeschlagenheit, Ödeme, Schmerzen. In der heutigen Homöopathie ist es bekannt für Niedergeschlagenheit und angstvolle Belastungen, vor allen Dingen auch was die Zukunft angeht. Stumpfheit der Sinne. All das bekommen wir, wenn wir, und das haben wir heute ganz, ganz stark, keiner ist davon ausgeschlossen, Süchte entwickeln. Weil die Sucht, dieses Areal, von dem ich eben gesprochen habe im Gehirn, was ich euch dann nachher noch zeigen möchte, weil dieses Areal davon eben lädiert wird. In dieser Geschichte ist davon die Rede, dass es da einen Adler gibt, der springt aus dem Horst in die Tiefe und hat Flügel. Aber in dieser Geschichte wandelt sich das Bild. Ich komme vom Adler in den Löwen, in das goldene Herz des Löwen. So ist also der Adler mit dem Löwen eins geworden in meinem Gehirn, also in meinen inneren Bildern. Und ohne dass ich das realisiere, hat mein Löwe vier Flügel bekommen. Der geflügelte Löwe. Übrigens, die interessante Geschichte in unserem Evangelium ist, dass die vier lebenden Wesen, der Stier, der Adler, der Löwe, der Mensch, in der Tradition der christlichen Symbole, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes ist. Ich weiß nicht, ob die Theologen unter uns das wissen. Ich glaube ja, ne? Aber auch Rudolf Steiner hat darüber ein sehr interessantes Buch geschrieben, über diese vier verschiedenen Gestalten. Die haben etwas zu tun mit der seelisch-geistigen Entwicklung des spirituellen Menschen. Der Adler ist der machtvolle Lehrer, der aber durch seine Füße im Wechsel mit seinen Flügeln immer ins Herz findet, ins Herz des Universums, da wo sich die vier Elemente treffen. Und da wo sich die vier Elemente miteinander verbinden, ohne Kampf und ohne Streit, zur Einheit, zur Schöpfung, dort ist das die Heimat des goldenen Löwen, symbolisch gemeint. Und da müssen wir hin. Wir müssen in das Herz, in unser Herz. Wie können wir in unser Herz kommen? Indem wir hier in einer bestimmten Schicht unseres Denkens aufräumen mit alten, verzerrten Bildern, die uns aufoktroyiert werden durch die Gedankenkraft anderer, wie uns andere sehen, das verändert ja uns auch, oder die wir anderen aufoktroyieren durch unsere verzerrte Art zu sehen. Das ist in der Offenbarung beschrieben. Das ist die Abkürzung hier, Offenbarung. Und da ist etwas sehr, sehr Interessantes in der Offenbarung, da möchte ich euch darauf hinweisen. Denn danach kann man das besser verstehen im Text. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Also hier kommt jetzt eine Vision, ne? Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis oder Sarder. Und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Wenn wir die Zahl 8 nehmen und dann nochmal 8 und dann nochmal 8, dann haben wir 24. Die 12 Apostel haben irgendwas damit zu tun, ne?
Diese Zahl hat irgendetwas mit riesiger Ordnung zu tun. Und natürlich ist es auch kein Zufall, dass wir an diesem Seminar hier 25 haben. Wir haben also 24 plus 1 Heilgeschichten in verschiedenen Arealen des Gehirns. Weil eigentlich sollen die Verbindung zu den 24 Thronen herstellen, zu den 24 Teilen unserer Fähigkeit, den Geist in uns wieder zu erwecken. Oder jedenfalls so aktiv zu machen, dass sie alle 24 wieder miteinander wirken. Und die Arbeit von Geschichte zu Geschichte ist die Aktivierung in bestimmten Organzonen unseres Gehirns, aber das sind ja nur Spiegelungen. Ne? Wie das Skelett nur eine Spiegelung ist. Mein Gehirn ist nur eine Spiegelung. Das ist eine organische Wiedergabe meiner Art zu denken und spirituell als Wesen erleuchtet zu sein. Und da spielt die Zahl 24 schon eine Rolle. Wenn sie hier symbolisch angedeutet wird, kann ich wohl davon ausgehen, dass das kein Zufall ist. Hier heißt es ja auch, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesen geschehen soll. Also die Vision. Hier wird die Vision. Offenbarung ist eine, die Offenbarung des Johannes ist eine Vision. Ja, jetzt gehe ich nochmal kurz zurück, mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner. Und sieben, sehr interessant die Zahl sieben, und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Sieben ist nach unserer Auffassung die Vergangenheit von acht. Und in der Vergangenheit identifizieren wir uns mit Geburt und Tod, mit dem Verfall der Formen. Dabei sind ja die Formen nur Spiegelungen. Keiner von uns setzt sich an einen See, der glasklar ist, und regt sich auf, wenn die Spiegelung eines schönen Baumes durch den Wind einen kurzen Moment überhaupt nicht mehr zu sehen ist. Keiner von uns hat die Idee zu sagen, ach, ist das jetzt schlimm, blödes Wasser, dummes Wasser, du hast dich bewegt. Dieser Baum ist jetzt weg. Und so müssen wir uns das ungefähr vorstellen. Der Wind der Zeit, der Wind des Geistes, der uns die ganze Zeit behaucht und durchwindet, dem machen wir jetzt Vorwürfe, während wir zerfallen. Lieber Wind, warum lässt du mich physisch, ja, in meiner Spiegelung des Geistes zerfallen? Warum? Ich bin doch so schön. Das ist auch die griechische Geschichte von Narziss. Narziss spiegelt sich im Wasser, fällt in das Wasser rein und ist tot. Ja? Tot als Seele, überhaupt. Weil er sein Bild zerstört. Also solange wir an die Verwandlung glauben von diesen Skeletten und an ihnen haften, haben wir natürlich nicht erfasst, dass wir mit der 7 noch nicht abgeschlossen haben. Wir sollen in die 8, in die Loslösung aus Tod und Wiedergeburt, heraus aus den Verzerrungen im Spiegel. All das machen wir in dieser Geschichte. 7 Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Nun lassen wir uns das ganz kurz durch den Kopf gehen, was die Baumheilkunde angeht. 7, 14, 21. Was sind das überhaupt für interessante Bäume? Kastanie, Lärche, Pappel und Akazie. Und Akazie ist 21, das ist das Feuer. Da finden wir wieder die Esche drin. Die Uresche bei den Germanen ist das Feuer. Also die Akazie ist das Symbol für das Christusbewusstsein. Aber immer durch die Geburt, durch den Tod und die Kristallisation, dass es nicht das ist, worauf wir uns zu konzentrieren haben. Das mache ich jetzt einfach nur, um den Leuten, die hier schon Baumheilkunde verstehen, noch einen Hinweis zu geben, dass das natürlich hier alles mit angesprochen wird. Aber symbolisch, man muss die Verbindung jetzt einfach ziehen, ne? Das ist alles nur ein Modell. Wie Pauli zu Jung sagt, Modelle sind so lange da, bis sie ausgedient haben. Dann brauchen wir neue Modelle. Aber sie helfen uns, die geistige Kraft der Seele zu verstehen. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer. So, jetzt kommt das Meer, wovon ich vorhin gesprochen habe. Das ist total durchsichtig. Gleich dem Kristall. Und in diesem Meer schwimmen keine
am Möwenmeer herum. Das ist klar, ne? Sonst wäre es ja nicht kristallklar. Solange das Meer noch belebt ist von dieser Vergänglichkeit, die sich immer neu wieder bildet, ist es ja noch irdisch, ist es im Wandel. Wenn es gläsern ist, hat es mit dieser Sache nichts mehr zu tun. Das ist also das Ur-Ur-Bewusstsein. Deshalb, wenn ich mich mit dem Meer verbinde, bin ich an der Annäherung mit dem Urbewusstsein, rein symbolisch gesehen. Gleich dem Kristall und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten. Hier sind jetzt die vier, von denen ich eben hier gesprochen habe. Voller Augen vorn und hinten. Das heißt also, sie sehen alles. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen und die zweite Gestalt war gleich einem Stier. Und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch. Und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel. Interessant, ne? Sechs. Sechs, zwölf, 18, 24. Jetzt, wenn das Flügel geistige Element ist, das Mentalelement, das mentale Denken von uns, dann müssen wir vier große Hürden machen. Erste Hürde, sechs Birke, wir müssen aus dem Opfer-Täter-Prinzip raus. Zweite Hürde, wir müssen uns neu formieren, denn was sind wir, wenn wir nicht Täter sind und was sind wir, wenn wir nicht Opfer sind? Wir müssen uns in ein Ei hineinbewegen. In diesem Ei ist es eng und wir wissen weder das eine noch das andere. Wir haben nur eine tiefe Sehnsucht zum Vater. Deshalb auch diese Kraft im Feuer. Ne? 6, 12. 12 ist das Feuer. Apfelbaumvereinigung. So, und dann kommen wir in die 18. In der 18 ist die absolute Umwandlung meiner Herzbeziehung, meiner Liebesbeziehung. Die Beziehung zu allen Irdischen verschmilzt, verbrennt und steht im Feuer des Geistes wieder neu auf. Meine Liebe zum Geist erwacht im höchsten Sinne. Das ist 18. In der Erde ist es immer so meistens, dass ich zuerst mal verbittert werde über die Welt. Ulme, ne? Erst die Verbitterung. Und diese Verbitterung muss ich überwinden. Wenn ich sehr weit komme als Forscher, komme ich an die Verbitterung, weil ich ja angegriffen werde. Opfer, Täter, ja, was soll ich nun? Soll ich angreifen, soll ich nicht, ja? Nein, ich kristallisiere mich neu, im Geiste des Herrn bin ich unangreifbar in meinem Schöpfungsakt, den ich hier leiste mit meinem Werk. Also orientiere ich mich nicht am Opfertäter, sondern orientiere mich in meinem Werk an das, was ich innen richtig finde und mache an meinem Werk weiter. Und überwinde in der 18 die Verbitterung. Die ist ganz wichtig, die Verbitterung. Denn jede große Seele wird angegriffen. Und nun kommt der Test in der 18, kann ich die Verbitterung überwinden? Und wenn ich die dann überwunden habe, dann komme ich in den großen Liebeskummer, dass ich eigentlich etwas erfahren habe, was ich allen geben möchte, aber was eigentlich kein Schwein mehr will. Ja. Kommt dann irgendwie bekannt vor, ne? Deshalb interessant. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel und sie waren außen und innen voller Augen und sie hatten keinen Tag Ruhe. Keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig ist Gott der Herr. Jetzt sehen sie nämlich ihre eigene Größe, ist die Größe des Herrn. Der Allmächtige, der da war, der da ist und der da kommt. Also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben, das ist jetzt unsere ganz wichtige nächste Etappe, wenn ich also den Liebeskummer, dass keiner mein Ding haben will, ja, überwunden habe, dann lobpreise ich nur noch. Deshalb ist es so wichtig zu lobpreisen. Ich behaupte mal, dass das das Verjüngungsmittel per excellence ist. Ne? Und die Lobpreisung entsteht erst, wenn ich aus der Verbitterung rauskomme. Leuchtet dir ein, Ruth, ne? Ist das nicht toll? Steht alles in der Offenbarung. Wir übersetzen uns das hier nur symbolisch. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß und beteten den an, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit und legten ihre Krone nieder, das war die Auszeichnung ihrer Kraft, vor dem Thron und sprachen, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen.
Also dadurch, dass die Heiligen ihre Krone Gott zurückgeben, die sie ja von Gott bekommen haben, geben sie Gott die Würde. Ja, und wenn sie ihre Würde abgeben, dann sind sie zu Gott geworden. Ist doch interessant, ne? Ja, also ich finde es ganz toll, aber ich bin immer so begeistert, ihr wisst das, ihr wollt jetzt genau wissen, ja, schön und gut, aber was ist jetzt in meinem Gehirn los? Was kann ich jetzt mit dieser Geschichte in meinem Gehirn gesund pflegen? Nun, ihr seht hier wieder dieses herrliche Bild und ihr seht da einen Pfeil. Wir sind im mesokortikolimbischen System, in der Bahn. Das sieht da aus wie so ein Wurm, das grenzt der Neokortex von den ganzen unteren komischen Geschichten, die da hochkompliziert aussehen, ab. Und ihr müsst euch das nicht so punktuell hier vorstellen, sondern das ist eine Bahn. Das sieht aus wie so ein dicker Wulst. Und genau in dieser dicken Verdichtung, da beginnt eine Verbindung zu meinem tiefen inneren archaischen Gefühl über die Erde in mir. Meine archaischen Instinkte und meine Gefühle, die immer tiefer aktiv werden in mir und immer dunkler werden, wenn ich in die Spiegelung komme und mich durch sie verliere. Kann man das nachvollziehen? Und wenn ich in diesen Bildern gehe, vom Adler in den Brunnen, wieder tief in den Löwen hinein, wenn ich das mache, ungefähr 14 Minuten, dann aktiviere ich von Bild zu Bild diese Energie, weil ich einfach mir diese Bilder vorstelle und weil ich wegkomme von meinen tiefen Verletzungen, die durch Verzerrungen entstanden sind aus meiner Vergangenheit. Und die selbstverständlich noch in meiner Zukunft kommen werden, denn ich habe es hier mit dem Schicksal zu tun. So, und jetzt wird es interessant für euch. Ihr habt hier nämlich eine Unterlage. Das ist die Erklärung zur vierten Geschichte. Und die habe ich euch gestern so präpariert, dass ihr sie eigentlich jetzt nur überfliegen müsst. Schau dir mal den Text an, Fatima, und du siehst, ich buchstabiere das mal, Lohn. Ja? Gedächtnis. Kommt ihr nach? Handlung. Handlung, Vergangenheit. Lange Ketten von Erfahrung. Ein tiefer Brunnen, in dem sich alles versammelt. Und merkt ihr, ihr braucht gar nicht viel lesen. Ihr habt einfach verstanden, um was es in der Geschichte geht. Ne? Jetzt stellen wir uns das aber spiegelverkehrt vor. Stellen wir uns bitte vor, das ist jetzt unser Leben. Unser Leben ist vier Seiten interessantes Erfahrungsgut. Aber wir machen durch unsere Unfähigkeit, uns zu vertiefen, nur da dick, hier dick, hier dick und streichen das noch raus. Und das bleibt eventuell nur von uns über. Der Rest, der dahinter ist in unserem Leben, der kommt gar nicht so richtig zur Geltung, weil uns so ein paar Dinge gepackt haben. Die bleiben in unserer Erinnerung, in unserem, ich möchte mal sagen, nicht wirklich ausgedrückten Gedächtnis, sondern im Schatten unseres Gedächtnisses. Sehr häufig kann man sehen, wenn man jemanden trifft und er soll anfangen zu klagen, dann macht er so ein paar Meilensteine auf, wie so große Blocks vor dem Wasser des Geistes, wie ich das Bild vorhin gezeigt habe. Ne? Er erzählt so zwei, drei Erlebnisse, wo man dann wirklich merkt, das war schwer. Und am Ende, was bleibt davon über? Nur noch ein Fragment von ihm als Mensch. Aber sein Werk ist dabei zugrunde gegangen, das erkennt gar keiner. Das, was ihn tief innen dazu gebracht hat, das herauszukristallisieren und vielleicht auch das Gegenteil von dieser negativen Erfahrung, das alles bekommen wir nicht mit. Aber selbstverständlich kann sich dann auch nicht unser Werk im Geiste beleben. Deshalb ist es nicht gut, immer diese Fragmente herauszukristallisieren. Mein Vater hat mich vergewaltigt, meine Mutter hat mich an den Karren gespannt und ich mache jetzt hier ganz schreckliche Geschichten, und mein Zahnarzt hat mir die Zähne gezogen im falschen Moment, ja, und deshalb sehe ich so aus. Oder mein Schönheitschirurg hat mich 25 Mal dummerweise falsch operiert, ne? Und deshalb bin ich heute vor Gericht und so. Also das alles, diese Fragmente, wenn die dann von uns überbleiben, dann kann natürlich auch nicht das Werk in uns weiterleben, was seit Generationen hindurch durch unsere Vorfahren bis zu unseren Nachfahren
ausstrahlen soll. Und was dann hier Auswirkungen hat, ist eigentlich klar. Ich falle hier im Neokortex zusammen. Denn die Kraft aus meinem Stammhirn, die mich erinnert an das Urgedächtnis meiner menschlichen Entwicklung, zu dem habe ich ja keine Verbindung mehr, keine positive mehr. Ich habe nur noch so wie so alte Fragmente am Meer, zum Beispiel wie in Griechenland, da so ein alter Tempel, da stehen jetzt nur noch so kleine Gerüste rum von ein paar Steinen und ich gehe da rum und sage, das war hier mal eine heilige Stätte. So ungefähr bin ich dann als Mensch. Aber für den Text ist es ganz nett. Ne? Ich kann hier ganz schnell sehen, ich habe das natürlich jetzt extra gemacht, um euch zu zeigen, man kann es so oder so machen. Man kann es jetzt sehr tief erklärt bekommen, was wir nicht die Zeit haben, aber ihr habt es zum Nachlesen. Aber so können wir es auch mit unserem Leben machen. Wir können unser Leben durch unser Werk ausbreiten. Wir können aber auch einfach nur so ein paar kleine Steine hinsetzen, an denen sich die Leute die Zehen stoßen und sagen, naja, geht da lieber mal nicht hin, da wohnen noch all der böse Schlangen, ne? Komm da mal nicht zu nahe an diese alten Fragmente dieser Seele hinaus. Also in der Geschichte geht es um Lohn, um Gedächtnis, um Handlung, lange Ketten von Erfahrungen, also sehr tiefe Verbindungen zu meinem tieferen Selbst. Es geht um meinen tiefen Brunnen, in dem ich mich selbst versammle, aber auch finde. Es geht um den einzelnen Menschen, aber auch um die Gruppe. Der Gruppenmensch oder der Einzelmensch ist im Auf und Ab des Lebens. Er ist wie in einem großen Ozean der Menschheit eingebettet. Er hat eine Wirkung dort. Es ist eine Wechselwirkung zwischen dem Hintergrund, dem versunkenen Leben in uns und dem jetzigen sowie auch dem zukünftigen Leben. Und wie wir diese Fragmente aufstellen, ob wir sie beleben durch unser Werk oder nicht, das hat etwas mit unserem Schicksal zu tun. Wir haben auch hier das unterstrichen Karma, das Wort, was da plötzlich auftaucht in unserem Sprachgebrauch. Plötzlich ist es da. Und mittendrin unter uns. Wir benutzen es heute alle. Ist das nicht eigenartig? Es ist doch eigenartig, dass vor, sage ich mal, 100 Jahren keiner von uns in der Bevölkerung wusste, was das Wort Karma bedeutet. Und plötzlich taucht es auf. Und wenn du heute irgendwo auf der Welt, ob Englisch oder Deutsch, das Wort Karma sagst, weiß jeder, was das bedeutet. Obwohl es aus einer sehr alten, archaischen Sprache, also auch einer hochgebildeten Sprache, ich meine archaisch im Sinne der großen Sprache, der Weltensprache, kommt, aus dem Sanskrit, ist es heute ein Wort, was wir alle benutzen. Das ist doch interessant. Es war sehr interessant, als ich diesen Text schrieb. Und da passieren immer so synchronische Sachen. Das ist ganz merkwürdig manchmal. Ich schrieb diesen Text und erklärte, wie das Wort herausgekommen ist. Einfach so, plötzlich war es da in unserem Sprachgebrauch. Und während ich aufgucke, sehe ich auf eine schwarze Katze mit einem weißen Fleck. Sie stand mitten in der Türschwelle und guckte mich an. Aber das ging auch schon so schnell, denn sie sah den Hund. Der guckte sie an. Und war sie wieder draußen. Weg, ne? Aber sie war zuerst sehr relaxed, als sie mich am Schreibtisch sah. Und ich guckte eigentlich die Katze an in dem Moment. Sie kam in mein Feld rein, in diesen Garten, wo sie sonst nie reinkommt, weil sie ja vor dem Hund Angst hat. Sie hatte das einen Moment wohl irgendwie vergessen. Und genauso kommt das Karma zu uns. Das Karma ist auf einmal da. Es kann auch schnell wieder weg sein, aber es kann uns unser ganzes Leben festhalten. Wo kommt das her und was ist das genau? Ich sag euch jetzt was Freches, es steht alles da im Text. Aber ich mache es mal ein bisschen kurzer Zusammenfassung. Es kommt aus meiner Vergangenheit hoch. Es kommt da aus dem limbischen System, taucht herauf, lässt sich plötzlich sichtbar machen, wie so ein Hai, der hochkommt mit seiner Flosse und ist dann schon wieder weg. Aber dann fängt es an zu wirken, weil es hat uns in Angst versetzt. Wo kommt es genau her? Es kommt aus unserer Vergangenheit. Und wieso kommt es hoch? Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Aber eins steht fest. Wenn wir an das Gute glauben in uns, an unsere Führung, an unsere große Führung, dann haben wir das Karma in einer sehr tiefen Weise in uns integriert und dann haben wir es nicht mehr nach außen gebracht, wo es uns schaden kann, weil es nicht zu uns gehört. Weil es in uns innen ist, kann es gewandelt werden durch Gnade. Und das ist sehr wichtig in dieser Geschichte, dass wir das hier verstehen.
Wenn wir an diese archetypischen Bilder in den dunklen Brunnen auftauchen, dann kommen wir an diese tiefen inneren Bilder von uns selbst, die uns nicht gefallen. Weil wir die aber verarbeiten, müssen wir die nicht mehr auf andere hinauf projizieren und erlösen uns aus unguten Erfahrungsmustern mit anderen Leuten. Also es ist eine sehr heilsame Geschichte, kann man sich vorstellen. Und wenn man zuhört, wird man merken, hier zuerst merke ich vielleicht gar nicht so viel. Aber wo ich was merke, ist hier und hier. Da ist mein Karma zu Hause. Hier in meinem Gefühlsleben, wo mein limbisches System einen Spiegel entwickelt. Also Karma als Wort, um darauf zurückzukommen, kommt einfach so in unseren Sprachgebrauch hinein. Einfach so, wie ich eben beschrieben habe, wie diese Katze. Oder wenn ich aufs Meer gucke und das Meer sieht schön aus und auf einmal kommt diese Haiflosse raus. Und in dem Moment, wo sie wieder runterkommt, also das Karma berührt mich nur einen kurzen Moment, aber in dem Moment bin ich schon beunruhigt. Und nun glaube ich nicht mehr an das Gute und jetzt kann es kommen. Das heißt also, an das Gute glauben, mich zentrieren in den Geist, hat mein Karma auch auf eine gewisse Weise eine Chance, in mir zu einer Fruchtbarkeit zu kommen. Leuchtet ein, Ulla, ne? Du nickst. Ich freue mich, dass du nickst. Scheint bei dir irgendwas auszulösen, ne? Ja. Aber es ist wichtig, dass man sich mal über das bewusst macht und man natürlich könnte man sagen, oh Gott, so redet sie jetzt aber viel. Das ist ja wohl schwierig, diese Geschichte. Ja, die ist sehr schwierig, weil wir natürlich an diese Grenze kommen, die uns von der Zukunft, Neokortex, trennen, weil unsere Vergangenheit noch zu stark von uns unter Kontrolle gehalten werden soll. Unsere dunklen Bilder wollen wir unter Kontrolle haben. Unsere Spiegelungen wollen wir verdrängen. Unsere negativen Erfahrungen mit Reflexen, mit Reflexionen, mit verzerrten Gesichtern von mir und meinem Gegenüber, das alles wollen wir einfach unter Kontrolle haben. Und schlussendlich, durch die Kontrolle, durch den Zwang, können wir unsere Fähigkeiten hier in diesem großen Entfaltungsprinzip, was ja witzigerweise dann die Falten nach innen zeigt im Original, ne? Also wenn ich das Gehirn jetzt angucke, hier als Modell, dann sehe ich da Falten. Also das heißt Furchen. Das sind sozusagen die Negative, wie auf dem Foto, von unserer großen Strahlkraft. Es ist nachgewiesen heute, dass Leute, die ganz viele Furchen haben, ganz viele Fähigkeiten haben, intuitiv zu sein. Also hat das doch damit zu tun, wie kann ich mich zusammenfalten und wieder hinausfalten in die Welt. Das hat sehr viel mit meiner Vorstellung zu tun, mit meinem Vertrauen für die Zukunft. Wenn ich natürlich Angst habe, immer vor dem, was da hochkommt, vor dem Karma, vor dem Schicksal, und das versuche unter Kontrolle zu halten, komme ich nicht weiter. Ich kann mich nicht entfalten. Karma bindet also unsere Denken. Es verkettet unsere Handlung und nur im Brunnen der Ewigkeit sind wir vollkommen und frei. Das ist auch so ein Satz, den ich dick gemacht habe. Jetzt kommt der nächste Satz, den habe ich voraus schon geschickt. Vertrauen entwickeln wir, weil wir nach schwierigen Handlungen, nach komplizierten Denkprozessen und mächtigen Enttäuschungen im Leben nicht aufgeben und auch gerade wegen ihnen bereit sind, weiter und immer weiter zu lernen. Vieles, und das seht ihr, jetzt habe ich ganz dick gemacht, vieles wollen wir vergessen. Der Wunsch lebt. Er entwickelt sich nach oben zum Guten und Lichtvollen hin, auch lebt er als Schatten zum Tiefen und Dunklen hin. Das sind jetzt alles nur die Fragmente von diesem ganzen Text und ich bitte euch, das in Ruhe zu Hause durchzulesen, weil es sprengt den Rahmen, wenn wir das jetzt alles durchmachen. Ist auch viel zu anstrengend. Aber es wird hier sehr genau erklärt, was in der Geschichte genau mit euch passiert. Ne? Vielen Dank, Fatima, für dein Lob, für deine Lobpreisung. Auf jeden Fall muss man sich klar werden, dass wir mit dieser Geschichte in das Herz eintauchen. Deswegen ist es auch die vierte Geschichte. Und dass sehr viele Verdrängungen klar werden. Verdrängungen. Was ist genau passiert in uns als Menschen? Man kann Ernst Haeckel nehmen und ich möchte euch das ganz kurz zeigen. Ernst Haeckel ist glücklicherweise schon tot. Das ist schön, weil wir haben sein Geburtsdiagramm hier. Wir haben seinen Einstieg ins Leben und wir haben seinen Ausstieg im Leben. Und das kann sehr viel bedeuten, vor allen Dingen bei einem Menschen, der ein großes Werk hinterlassen hat. Bei diesem Menschen wissen wir, dass er uns was hinterlassen hat.
Er hat uns sein Denkskelett hinterlassen. Ja? Er hat erkannt, dass ein Lebewesen mit seiner Umwelt eine Verbindung eingeht. Und das alles ist ein Spiegel für uns. Die Seele geht mit Gott eine Verbindung ein. Wenn er studiert hat, dass ein Lebewesen mit der Erde, mit Wasser, mit Meer eine Verbindung eingeht, wenn er das studiert hat, hat er das nur im Spiegel studiert. Weil die Natur ist nur ein Spiegel von dem Geist. Und das Radiolan-Tierchen, was er da gezeichnet hat, ist nur das Skelett von dem Tierchen. Also er hat die Schönheit immer bearbeitet in seinen Zeichnungen, sozusagen als Ausdruck der Schöpfungskraft. Was er uns damit eigentlich hinterlassen, wenn wir es spiegelverkehrt umkehren, ist, dass die Seele in Wechselbeziehung, in Ökologie zum Geiste ist. Das heißt, wir müssen eine Ökologie mit dem Geist entwickeln. Wir müssen den nicht unbedingt Gott nennen. Er hat übrigens abgelehnt, irgendeinen großen Vater zu sehen. Er hat es so gesehen, dass es überall drin ist. Aber auch das ist nicht wichtig, was er gedacht hat oder nicht gedacht. Da findet man vielleicht auch Dinge, die man heute nicht mehr so akzeptieren kann, weil er es so gedacht hat. Er war nicht Gott, er hat sich aber damit auseinandergesetzt. Er hat sich zum Beispiel eine Seele nicht vorstellen können, einfach losgebunden von aller Körperlichkeit. Wenn wir uns sein Geburtsdiagramm angucken, sieht man etwas sehr Interessantes. Man sieht, die Leute, die das schon gemacht haben, eine kristalline Form. Das sind nämlich immer, wenn Zahlen sich spiegeln. Also er spiegelt 16 mit der 16, ja, durch die Quersumme, Herr Trümpi, 1834, sein Geburtsjahr, hat er diese Quersumme bis 25, weil wir rechnen in dem Geburtsdiagramm nur bis 25. Wir rechnen nur 24 plus 1. Das ist ganz gut, da müssen wir uns nicht berechnen. Wir sehen hier eine Spiegelung. Und wir sehen, und das ist das Wichtigste, seine emotionale Überwindung. 1818 ist der Emotionalkörper. Links ist die Emotionalität der mütterlichen Vorfahren, 18. Rechts ist die Mentalität, die emotionale Situation der Väter. Auch hier hat er eine totale Deckung. Und dazwischen stehen die zwei Fünfen, der Ausdruck über die Wahrheit, 2 und 9, 11. Also für ihn war es sehr wichtig, dass er die Natur so studierte in dieser Ordnung, weil er die Wahrheit bringen wollte. Er bringt die Wahrheit in Form von Naturereignissen, von Bildekräften, die sich aufbauen und wieder vergehen. Und das war sein Lebenswerk. Und daran hat er gearbeitet. Und das war sehr wichtig. Man sieht die zwei Horizontalen, 16, 16, 18, 18, 5, 5. Der Ausgleich hier im Kreuz. Das war also ein Löwenherz. Der hat also an diesem gearbeitet. Und er war ein Lehrer, ein Adler. Und in seinem Geist ist er am Ende seines Lebens zu einer großen arsenischen Kraft gekommen. Das heißt, er hat seinen Geist auch wieder hergeben können. Er hat sich zur Asche entwickelt. Die Asche spielt hier in den Geschichten immer eine Riesenrolle. Wenn man diese Geschichten auf Tonband hört und man eine Stunde Zeit hat und 8 Geschichten durchhört, dann erkennt man immer wieder Spiegel, zerfallene Spiegel, Asche. Man erkennt auch immer wieder die Stäbe, die von einem Weisen zum anderen weitergereicht werden. Wir hatten schon den heiligen Stab in der letzten Geschichte und dieses Mal werden wir den Stab wieder begegnen in der Geschichte. Asche, Arsen, ist das kraftvolle Element, was uns die Möglichkeit gibt, uns von allen alten Bildern der Materie zu lösen und neue Bilder im Samen, im saturnischen Bereich, der Saturn steht für den Samen, wieder aufstehen zu lassen. Das heißt, das Werk, mit dem sollten wir uns nicht mehr lange identifizieren. Wir sind schon am nächsten Werk. Deswegen sagen ja große spirituelle Lehrer, schaut nicht auf die Früchte. Weil wenn wir auf die Früchte schauen, lassen wir ja die Krone nicht runter. Wir wollen doch die Würdigung, geben aber die Würde nicht zurück. Ist doch interessant, ne? Das macht ja dann plötzlich alles so einen tiefen Sinn. Also ich wollte eigentlich nur den Leuten hier, die Interesse haben, mal so ein Geburtsdatum zeigen. Logischerweise muss so ein Mensch mit viel, viel Arbeit, 10 ist sehr viel Arbeit im Stern, mit sehr viel Akkuratesse und mit sehr viel Kreativität an seinem Werk gearbeitet haben und hat durch diese Vergänglichkeit, mit der er sich beschäftigt hat, mit den Wechselwirkungen, den Geist immer ins Auge geguckt. Und das sieht man seinen Augen an.
Das kann man sagen. Ne? Deshalb für mich sind ja alte Männer immer schön. Bin ich immer ganz happy. Weil es einfach zu sehen ist, womit sich ein Mann beschäftigt hat. Und das ist sehr wichtig, womit sich ein Mann beschäftigt hat. Mit der Erzeugung von Wahrheit. Aber davon haltet uns ja sehr viel ab. Immer wieder dieser Wunsch nach Vereinigung der Gegensätze, immer wieder auch das Karma, aber auch immer wieder diese falschen Ideen vom Leben, die wir haben. Davon haltet uns immer wieder sehr, sehr viel ab. Im Gehirn ist diese Brücke, die wir brauchen, geöffnet haben müssen, damit wir nicht abgehalten werden, dieses mesokortikal-limbische System, dieses System, was direkt ins limbische System reinführt und uns dann rüberbringt zu unseren guten Instinkten. Denn Instinkte sind alle gut, wenn ich sie gut unter Kontrolle habe. Ja, wer hat jetzt zu dieser Sache eine Frage? Habt ihr das sehr anstrengend gefunden? Gut, ihr wisst schon, ihr setzt euch hier hin und dann geht immer so ein Feuerwerk los. Ne? Man kann ja auch zwischendurch auch einfach mal abschalten. Man muss das ja auch nicht jetzt nach Hause referieren. Ne? Also wenn ihr nach Hause kommt und der Mann fragt dann oder euer Kind, was habt ihr da eigentlich gemacht? Erzähl mal. Dann ist das sehr schwierig. Mhm. Ne? Ihr könnt einfach sagen, ihr habt ungefähr anderthalb Stunden auf dem Teppich gesessen, habt ein paar Blätter angeguckt und ein paar Notizen gemacht. Ne? Das könnt ihr schon sagen, aber zufrieden sind die nicht. Jetzt könntet ihr auch alles versuchen, wahnsinnig gut wieder zu reflektieren. Das ist aber auch nicht gut, weil die sind auch nicht zufrieden, weil im Grunde wissen sie, dass sie das alles, was sie jetzt hier von euch erfahren, dass das eigentlich nur Fragmente sind. Und Fragmente, die wir erfahren, wenn wir das doch alles wissen wollen, machen uns immer ärgerlich. Uns fehlt immer was. Das ist zum Beispiel das Nutzen eines Kreuzworträtsels. Ne? Die Leute, die Kreuzworträtsel drucken, die nutzen das gigantisch aus. Wenn man erstmal anfängt, ärgert einen, dass man da Lücken hat. Und nun, ich meine, wir müssen uns nicht auf jemanden einstellen, der sich ärgert, dass er Lücken hat. Der hätte sich ja hier selbst hinsetzen können. Logisch, ne? Und so ist es auch mit unserem Leben. Immer merken wir, wenn Menschen sich aktiv bewegen, um Geist zu erfahren, sind andere eifersüchtig. Die sind sauer, die pieksen. Ne? Die wollen wissen, warum weißt du das? Und das ist doch sowieso nicht die Wahrheit. Das wollen wir erstmal sehen, ob das die Wahrheit ist. Aber die Frage ist, ob wir mit diesen Reflexionen mitmachen. Das ist die Frage. Und darum geht es in der Geschichte. Gehen wir auf das ein oder lassen wir das locker? Wenn jemand die Wahrheit im Auge hat, ist er schon gefährdet. Ihr wisst schön, die Bibel, ich habe da ein bisschen zitiert, aber ich könnte jetzt noch was Wunderschönes aufschlagen. Da trifft Pilatus auf Jesus und er soll nun nachgucken, was ist mit diesem Jesus eigentlich los, mit diesem Jesus Christus, der sich da als seinen Sohn nennt. Und dann redet er so mit Jesus und Jesus sagt, ich bin Gottes Sohn, ich bin der König. Er spricht vom König. Kennst du diese Bibelstelle? Toll, ne? Ich bin der König. Und dann sagt dir Pilatus, was heißt das denn? Ich bin die Wahrheit. Und da ist das Problem. Weil in dem Moment, wo du die Wahrheit bist, bist du eigentlich schon gar nicht mehr hier. Kann man das nachvollziehen? Deshalb sollten wir alle nicht sagen, das ist die Wahrheit und so war das, weil eigentlich sind wir schon im Angriff. Also wenn wir die Wahrheit vertreten, sind wir schon gefährdet. Wenn wir die Wahrheit innen tragen, sind wir nicht gefährdet. Wenn wir sie vertreten, sind wir gefährdet. Und der andere, der die Wahrheit noch nicht vertreten will oder anders vertreten will, der sieht jetzt, dass du die Wahrheit vertrittst. Und jetzt gibt es einen Krach. Muss man den mitmachen? Ich würde doch als dem Beispiel folgen, was Christus gemacht hat. Der hat sich ja schon für uns geopfert. Also wir müssen das ja nicht ständig immer wieder tun. Wir müssen nicht immer wieder an das Kreuz genagelt werden, sondern wir sollen das Kreuz in unserem Herzen erfassen. Das Kreuz in unserem Herzen sind die zwei Ebenen. Die horizontale Ebene, die vertikale Ebene und genau die Mitte, die kreative Kraft. Genau da drin. Die kreative Kraft, jeden Moment zu leben,
Das wäre die Kraft des Löwen, die Schöpfungsenergie. Zurück schöpfen zu unserem Werk, dahin, wo unser Werk ist. Nicht zurückfallen in die Fragmente unserer Vergangenheit. Auch nicht in die Fragmente, die uns jemand anders aufoktroyieren will. Um das geht es in der Dynamik dieser Geschichte. Ich glaube, jetzt sind wir richtig, richtig spannend gemacht, ne? Oder? Jetzt sind wir spannend. Jetzt sind wir echt gespannt. Ja, was ist das denn nun mal los? Jetzt will ich das mal hören. Außer jemand hat noch eine Frage dazu. Ich habe noch eine Frage, die etwas so einen Nebensatz mir, also sind fast so nebenläufig, und ich habe das fast sehr wichtig empfunden, gesagt, das hat eben das mit dem Schicksal, also die Fragmente, eben wenn wir nur in diesen Fragmenten stecken bleiben, dann ist die Gefahr, dass wir eigentlich den eigentlichen Kern von dieser Geisteskraft eben, dass der verloren geht. Und hast dann so nebenbei, und dann bist du aber schnell weitergegangen, eben gesagt, das hat dann eben oft auch mit dieser schweren Erkenntnis von gewissen Sachen dann eben von diesen Fragmenten auch mit diesem Schicksal dann zu tun. Ja. Und die Verbindung habe ich dann nicht weiter. Sehr gut. Und dann bin ich auf Heckel gekommen. Ich wollte euch zeigen, dass er emotional zwei sehr starke Verbitterungstendenzen hat. 18. Richtig. Sehr starke Verbitterung, wo Menschen vor ihm, also mütterlicherseits und väterlicherseits, aber das müsst ihr als Adam- und Eva-Linie sehen, also in der Menschheitsgeschichte sehen, Menschen etwas erarbeitet haben, aber niemand in dem Sinne hat das anerkannt, was man da erarbeitet hat. Diese Verbitterung sollte er in dem Leben lösen. Und er hat es ja auch geschafft. Gut, er hat sehr viel Streit gehabt mit den anderen, aber schlussendlich hat er sich davon meiner Ansicht nach erlöst. Und wir leben ja immer als Verbindungsglied zu unserer Vergangenheit, auch zu unseren Müttern und Vätern. Wenn unsere Mütter und Väter emotional Belastungen haben, kommen die in uns hoch und wir müssen sie nochmal erkennen. Und nun kann es sein, entweder springen wir in so einen dunklen Brunnen, sind ein Frosch und sagen, das ist meine Welt und ich baue hier so ein paar Fragmente auf und an diesen Fragmenten identifiziere ich mein Leben. Oder ich bin ein Frosch und sage, ich hüpfe aus diesem Frosch raus ins universelle Meer und lass mich vollkommen inspirativ beglücken, weil der Frosch an sich als Symbol ist ja auch Schöpfung. Ist wieder Eintritt des Wasserelements in Dürreperioden, in winterliche Perioden. Der Frosch kommt im Frühling und gibt eine riesen Power. Archaische Power von Wiedergeburt und Erneuerung. Jetzt sehe ich die Verbindung. Ja. Also das ist sehr wichtig zu wissen, so aus der Sicht. Du löst Verbitterungen, alte Bilder, die nicht wirklich nötig sind, dass du sie immer wieder erinnerst, sondern die neuen Bilder, deine Zukunft, deine Vision muss wieder auferstehen. Und dann bist du eigentlich auf den Punkt mitgestaltet, dieses sogenannten weiteren Schicksals. Ne? Ja, und zwar total. Du bist ein Löwenherz, du bist mitten in der Kunst. Ja. Du machst dein Kunstwerk, dein eigenes Leben, baust du vor deinem inneren Auge auf. Ne? Und zwar nicht aus Ego-Gründen, weil das ist ja dann auch nicht dein Werk, sondern deine Vision kommt hoch. Ne? Das taucht auf. Und zwar dann natürlich wieder im Leben. Diese Geschichte ist ja nur dafür da, dass wir tiefer in die Meditation kommen. Die Geschichte ist kein Ersatz für eine Meditation, sondern sie hilft uns, tiefer in die Leere einzutauchen. Die Dunkelheit zu akzeptieren und in der Dunkelheit durchzubrechen. Das ist logisch, ne? Hat dieser Brunnen, also dieses bildhafte Symbol mit diesem Brunnen auch was mit dieser smaragdenen Vision zu tun? Ja. Weil die Perser, der Sufismus, der hatte dieses Symbol von Eintauchen in der Meditation, erstmal Dunkelheit, logisch, ja. Und dann die Dunkelheit ist dann die Reflektierung von Grün, der Smaragd. Der wird ja auch hier in der Offenbarung erkannt, ne? Der Smaragd. Ist ja hier ernannt, ne? Jaspis, Sarder und Smaragd. Ist ja interessant, ne? Der Smaragd ist aus Beryllium. Beryllium hat 4 kleine Elektronen um seine Schale. 4 als Symbol des Herzens, aber auch als Eintauchen und lebend beerdigt werden durch Trauer. Weil wir mit den alten Fragmenten einfach nicht klarkommen. Ne?
Mit dem Eintauchen, wenn man das Periodensystem anschaut, mit dem Eintauchen in diese Ebene von Wasserstoff, Helium, Sauerstoff, ne, all diese Kräfte, die uns hier machen, das davor ist ja schon, bevor Sauerstoff kommt, ist ja Sauerstoff ist 8, ist dieses Eintauchen in das sich Leben beerdigt machen. Und das ist Beryllium. Und Beryllium ist Smaragd und Aquamarin. Beryllium, das Element Beryllium, hat Aquamarin und Smaragd. Auch Elemente sollen sich trennen und sich mit anderen Elementen in einer neuen Form wieder zusammenfinden. Die sollen nicht ewig so bleiben. Menschen, die miteinander verkeilt sind, sollen sich trennen. Ne? Sollen sich einfach lösen. Ich meine jetzt nicht unbedingt räumlich oder durch Scheidung oder so, sondern einfach aus ihrer Verkeilung heraus. Und mit dieser Aktivierung entsteht hier in diesem Bereich etwas, was das zulässt. Ne? Weil ihr müsst euch ja vorstellen, alles, was nicht bearbeitet wird, verkrampft sich im Laufe der Zeit in meinem Körper. Verkrampfung ist das erste Zeichen von Tod. Da, wo etwas nicht mehr fließt. Madeline, bist du jetzt aufgeregt wegen dem Ding? Nein. Ist damit denn die Garantie, dieses nach innen kehren eigentlich, dieser Prozess eigentlich genau umgekehrt anstatt nach außen, aktiviert ja trotzdem die Gegner auf dem Plan, sage ich jetzt mal, noch massiver oder noch verrückter eigentlich zu agieren. Und wie habe ich damit die Garantie, dass nicht das wiederum eine Verkrampfung dann wieder auslöst? Es löst immer eine Verkrampfung aus, immer, der Angriff, aber die Frage ist, wie gehst du da durch? Okay, das ist gut, ne? Weil dann weiß ich, dass du dann eins, ja. Also verhindern ist es eigentlich nicht. Es geht nicht. Steht da ja auch. Ja, ich habe es nicht. Nee, das wirst du dann sehen, ne? Es ist hier ganz dick erklärt. Er entwickelt sich nach oben hin zum Guten und Lichtvollen, auch lebt er als Schatten zum Tiefen und Dunklen hin. Und das ist eben unsere Entscheidung, diesen Ausgleich zu schaffen. Wir können den Schatten nicht wegmachen, aber wir können den Ausgleich schaffen. Wenn wir zu viel Aufmerksamkeit auf den Schatten geben, können wir uns wieder zurückreflektieren. Wir kriegen den Schatten nicht weg, wir kriegen auch die Feinde nicht weg. Die Feinde sind da, aber die Frage ist, wie komme ich in den Ausgleich? Das ist die große Frage. Und das ist eine sehr große Disziplinarbeit zunächst mal, aber mit der Zeit ist es ein Habitus. Wenn das hier aber alles verbacken ist in meinem Denken, dann komme ich da überhaupt nicht ran, weil mein physischer Leib lässt es schon gar nicht mehr zu. Ne? Und hier setzen wir an mit den Geschichten, um hier etwas zu lösen. Und das machen wir jetzt. Ja, das freut mich, dass ihr das schön findet. Weil das ist ja ein Riesending da. Ja, es ist eine ganz tolle Sache, ne? Ja. Und das Schöne ist, jedes Mal bei einer Geschichte denkt man wieder, wow, den Teil muss ich jetzt aktivieren. Ja, eigentlich müssen wir ja alle 25 Teile aktivieren, beziehungsweise das Ganze, weil am Ende brauchen wir 25 Krönchen, 24 Krönchen. Und die Krönchen geben wir dann wieder ab. Wir wollen unsere Würde finden, dass alles wieder funktioniert in unserem Gehirn. Das ist ja nur ein Spiegel übrigens. Ne? Unser Gehirn und dass das im Gehirn funktioniert, ist doch nur ein Spiegel. Dass es wieder in unserem Denken funktioniert, dass unser Werk wieder auferstehen kann, dass da nicht nur Fragmente von einem Skelett überbleiben, über welches wir uns schlussendlich verbittern, weil wenn wir mal von oben runter gucken und da sind nur so ein paar kleine Steine, so Fragmente, so hässliche Verbitterungssteine, die ich hinterlassen habe, ist das eigentlich nicht das, was ich machen wollte. Ne? Und meine Zeit ist sehr begrenzt. Er hat sich hier sehr stark mit Silizium auseinandergesetzt, der Heckel, ne, diese Skelette. Silizium ist Begrenzung. Begrenzung durch die Zeit. Wir haben nur eine bestimmte Zeit und dann können wir es nicht machen. Weiter, mehr können wir nicht machen. Jetzt machen wir Folgendes, weil ich sehr viel geredet habe und ihr auch einfach mal loslassen sollt von dem Einfluss, den ich euch gebe, machen wir jetzt Folgendes. Ich lasse euch die Geschichte mal durch den Player durch. Das heißt also, ihr hört jetzt mit mir zusammen diese Geschichte an. Und wir machen das einfach so, man nimmt dieses Bild auf, ne? Und wir schließen die Augen möglichst und konzentrieren uns, dass wir nur Bilderfolgen haben. Möglichst die Augen dann gar nicht mehr aufmachen, dass wir wirklich von einem Bild zum anderen gehen. Und bitte erschreckt euch nicht, das geht schnell, denkt ihr.
Ja, klar, das Leben geht auch schnell. Das Leben geht ganz schnell vorbei. Wir haben nicht so viel Zeit. Die einzige Kraft, die wir haben, in dieser Zeit, wo wir das jetzt erfassen, Geschichte 4 ist, mitzumachen. Einfach da zu sein, im Moment der Gegenwart. Und wenn uns ein Bild nicht mehr ganz loslässt, bitte erinnert euch dran, dass wir in die Gegenwart kommen wollen. Also einfach weiterhören. Und denkt bitte dran, es ist sehr lange. Es ist sehr lange. Also wenn ihr meint, es ist zu Ende, geht es noch weiter. Also ganz relaxed bis zum Schluss. Also ich will damit sagen, auch im Alter, selbst im letzten Moment, können wir hier noch etwas erreichen. Im Brunnen der Ewigkeit. Der Adler, welcher in den hohen Bergen seine Heimstatt hat, verlässt seinen Platz, in dem sein Wesen zur Ruhe findet, mit einem Sprung in eine grenzenlose Weite. Wenn er die Flügel ausbreiten kann, ganz leicht und ohne Zwang, dann trägt ihn etwas, was das Auge, selbst das scharfe Auge eines Adlers, nicht erkennen kann. Wenn das geflügelte Wesen sich selbst in den Dienst eines Planes stellt, der in der Form und Gestalt eine Ordnung findet, dann kann er sich befreien von seinem festen Platz, an dem er nur ein Zuhause findet, um sich immer wieder von seinen irdischen Grenzen zu befreien. Der Standort, an dem er zu Hause ist, hat nur ein Platz zu sein, an dem sein physischer Körper Ruhe findet. Doch bleibt er zu lange an einem Ort allein, dann kann es ihm vielleicht geschehen, dass sein Wesen seine Erinnerung verliert, ein lichter Geist der Lüfte zu sein. Denn dort ist, das spürt sein Herz, die wahre Heimat. In ihr erfand er für sich die Kraft der Flügel, die Schönheit einer jeden Feder und die Stabilität im Kiel. Nur dort erschufen die Flügel sich selbst, strebsam und geordnet in einer kraftvollen Natur, die aus dem Grunde seines Herzens sich zu entwickeln hatte, damit der Vogel durch den Geist der Lüfte sich selbst und alles über sein Wesen erfuhr. Dieses Wesen war durchsichtiger Natur, und niemand konnte es wahrhaft benennen oder ihm einen Namen geben. Doch ein Bild wuchs im Grunde der schauenden Seele empor und verglich das Wesen mit einem Brunnen, ganz als wäre dieser irdischer Natur. In jenen schwarzen Spiegel galt es hineinzusehen, und manchmal zeigte sich auch ein Licht. Doch es war nur die Spiegelung der höchsten, unfassbaren Natur. Der Betrachter kannte keine Furcht, durch den Spiegel hindurch seinen Blick bis in die Tiefe des Brunnens zu versenken. Dort unten verlor er sich. Dort war er ganz in der Undurchdringlichkeit der Materie, die nur eine Reflexion des Geistes war, allein, und er wunderte sich. Es war ihm, als hätte er einen Raum verlassen, in dem er sich zu Hause fand, hatte bewusst eine Grenze überschritten, um Dunkelheit in sich selbst zu erfahren. Hier unten, am Grunde des Brunnens, erinnerte das Wesen sich. Er sah hinauf in die lichtdurchfluteten ätherischen Welten. Er sah die weißen Wolken am blauen Himmel ziehen. Dann sah er den Adler. Er hatte die Flügel ganz ausgestreckt, und dem Beobachter schien es, als trug er seine Füße nicht. Sie waren geordnet verschwunden. Sie hatten nur die Möglichkeit zum Sprung gegeben, am Anfang, als sein Flug begann. Dann hatten sie, in Demut vor der nun den Vogel bestimmenden Kraft, den Rückzug angetreten. Zusammengerollt und als wären sie am Körper festgebunden, harrten sie nun und hatten viel Zeit. Tief im Brunnen, an seinem Grunde, stellte der Betrachter mit ihnen, die auf etwas warteten, welches in der Zukunft lag, eine Verbindung her. Nun vermochte es der, welcher in der Dunkelheit versammelt war, auch zu sehen, was mit den Füßen des Adlers geschah, wenn dieser zurück an seinem Standort war. Kraftvoll und verlässlich waren sie wieder in den Dienst getreten.
und hatten den Augenblick nicht versäumt, in der Pflicht zu stehen. Der Adler wusste im Herzen von seinen Freunden, zwei für die Erde und zwei für das luftige Element, welches ihn trug, wenn er sich dem Lichte der Sonne näherte. Keinen Augenblick hatte er einen Grund, an der Treue seiner Freunde zu zweifeln, denn seinem Herzen war gewahr, was die Freunde miteinander verband. Wie durch die Kraft eines goldenen Löwen waren sie über die Grenzen hinaus vereint und zur Tat, zur Pflicht, zur Aufgabe bereit. So kannte das Herz eines Adlers, welches, wie das Herz eines Löwen war, ein zutiefst sicheres Gefühl. Und in seinem Herzen entstand ein Feuer, welches ein Licht für die Welt erzeugte, welches wie die Quelle von tausend Sonnen war. Ein goldener Strom aus Licht verband die Freunde. Doch konnte das weltliche Auge des Betrachters im Innern seines Denkens jemals die Erkenntnis zum Erleuchten bringen? Hatte er ein Auge, dieses zu sehen? Wie die Elemente der Erde sich zusammenfügen, um auch wieder in Trennung zu bestehen, hatte das Herz eines Adlers zu sein. Er wusste vom Sieg der Verbindung über die vier Elemente. In seinem Herzen durfte die Verbindung bestehen. Und vielleicht war das der Grund, in dem der Geist ein Auge erschuf, welches auch nicht durch das hellste Licht erblinden konnte. Seltsam, so dachte der Betrachter am Grunde einer dunklen Welt. Erhebe ich den Blick, schaue durch das getrübte Wasser einer begrenzten Welt hindurch und lasse mich doch nicht beirren, die andere Seite des Spiegels, welche kein Licht reflektieren kann, unbeirrt zu durchdringen, dann findet sich meine Schau in einer Welt, in der die Elemente in einer Bruderschaft zur Verbindung kommen. Im Herzen des Adlers durfte es geschehen. Licht und Ton, Form und Farbe bildeten an ihrem Ursprung ein Zentrum. Und im Herzen des Löwen wuchs ein Kreuz. Aus ihm heraus traten die Geschöpfe in die Welt und immer trugen sie einen Wunsch nach Vollendung mit sich mit. Kurz bevor er zur Taufe kam, erhielt er einen Namen und dieser erzeugte einen besonderen Klang. So strömten die Vielfältigkeiten in eine Welt hinein, in der die Elemente gebunden und voneinander getrennt waren. Niemals waren sie jedoch ganz allein, denn ihre Wesen hatten ebenfalls alle ein Herz. Und wenn es auch wie ein Spiegel war, so vermochte der, der sie betrachten wollte und Mut hatte, kraftvoll die Grenzen zu sprengen, bis in das Zentrum ihres lichtvollen Wesens vorzudringen. Dort zeigte sich die Quelle. Es war dem Betrachter wie das Licht von tausend Sonnen. Er schien wie die Wiege im Herzen eines goldenen Löwen, geordnet in der Grenzenlosigkeit, gleichsam wie der Kiel einer goldenen Feder am Flügel eines Königs, der Herrscher der Lüfte war. Als der Beobachter die Quelle sah und bis zum Grund sich selbst erkannte, da hatte er eine Erfahrung durch den Weg der Betrachtung gemacht. Im Ziel fand er das Gedächtnis, welches alles kannte, wusste vom Geheimnis der Zeit und vom Wunder aller Formen. In dieses Urwissen tauchte er hinein und fand sich wieder, ganz als wäre er gefallen in einen tiefen Brunnen, welcher lichtvoll war und der nichts wusste von einem haltgebenden Grund. Als dies mit ihm geschah, da war es ihm, als wäre er zu einem geflügelten Wesen geworden. Er flog durch einen Raum, der kein herkömmlicher war, und er sehnte sich auch nicht nach seinem Grund. Denn ganz gehalten zu sein, hatte er nun im Herzen zur Erfahrung gebracht. In diesem schwerelosen Sein, wo alles Licht und Verbindung war, ergründete er den goldenen Löwen, dessen Herz er schon kannte. Über die Schwelle fand er die Tür in seinen Raum hinein. Und hier schien es ihm, als fand er einen Grund. Doch nicht so, wie er es gewohnt gewesen war.
Auf jenem Boden setzte er sich nieder, fand seine Heimat in einem ganz besonderen Licht. Und hier konnte es geschehen, dass er die höchste Stille durch ein ganz besonderes Ohr zu vernehmen wusste. Er trat durch sie hindurch, als wäre sie ein Spiegel oder auch eine Grenze, die er durchschritt. Hier, im Zentrum der Heiligen Schrift, waren alle Geschichten des Lebens als Gesang gekleidet und sprachen zu ihm. Er verstand und wusste, er fasste auch der Schöpfung Sinn. Sie, die Schöpfung, war wie ein Brunnen, der gefüllt war, um etwas zu halten, was nicht zu halten war. Und in diesem Nektar badeten sie sich, alle die Weisen, die einst den Stab erhielten, um schwerelos und doch begründet zu sein. Sie alle waren, wie der goldene Adler im Licht, der seine Freunde kannte, untrennbar durch ein Herz, welches reine Liebe war, miteinander verbunden. Die Freunde, sie kannten sich. Sie nannten sich bei ihrem Namen und riefen sich durch Raum und Zeit. Durch grenzenloses Sein und Ewigkeit hindurch verbanden sie sich, und da sie in der Stille lauschen konnten, hörten sie sich. An einem geheimen Ort, der keine Mauern, keinen Boden und keine verschlossenen Türen kannte, trafen sie sich und fanden sich im Herzen des goldenen Löwen ein. Umgeben von lautlosem Gesang erhielten sie das Wasser des Lebens. Im goldenen Kelch der Erinnerung erfrischten sie sich und wussten, das Gedächtnis von Raum und Zeit, von grenzenlosem Sein und Ewigkeit hatte ihr Schlüssel zu sein. Versäumt hatten sie es nicht. Sie waren dem Ruf gefolgt, erfuhren die Namen ihrer Freunde und zusammen waren sie am Sinn der Schöpfung, an der Quelle des Lebens geeint. Durch die Erfahrung der Spiegelungen einer irdischen Welt durften sie erinnert werden und ihre Geduld zu wachsen, jenes kostbare Attribut brachte sie zur Reife, um den Weg weiter voranzuschreiten, damit Erfahrung und Erinnerung zurückfinden konnten. Sie fanden in den goldenen Brunnen zurück, um Gedächtnis zu sein. In ihm fand das Geheimnis des Spiegels sich und auch der Sinn seiner anderen, seiner dunklen Seite. Und in ihm erkannten die Weisen den Geist der Freundschaft, der sie durch die Quelle des Geistes miteinander verband. In ihm vereinigten sich die Elemente und auch die schwersten von ihnen verloren, was sie in der Welt der Grenzen zusammenhielt. Für immer waren sie durch die Scheidung befreit. Irgendetwas hatte immer zu sterben, aber es waren nur die Grenzen einer in Trennung verlorenen Welt. Wenn das Herz des Löwen einen Namen, einen Ruf durch das Universum erklingen ließ, dann hatte jener, der den Namen trug, seinen Weg schon begonnen. Erfahrung fand sich in Erinnerung wieder, und diese verlor ihr Gedächtnis in Raum und Zeit. Stattdessen, und gerade deshalb, weil es verstarb, durfte es sich vollendet und ganz an der Quelle wiederfinden. Der Weise, der seinem Weg folgt, weil er seinen Namen rief, erhielt seinen Stab als Zeichen des Bundes. Als Weiser unter den Weisen erhielt er den Blick, durch das eine Auge den Freund zu sehen und in seiner Tiefe ganz zu verstehen. Wenn dies geschah, war sein Pfad ein besonderer gewesen und trug das Zeichen, welches der Welt ein Geheimnis war, jedoch die Freunde miteinander durch das Wissen verband. Auf Messers. So, das war eine ziemlich schnelle Fahrt durch unser inneres Universum. Exakt, will ich euch das nochmal einstellen, haben wir diesen Teil hier aktiviert. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch gemerkt, dass das bis nach runter geht. Hm? Hast du gemerkt? Was hast du denn so gemerkt? Fängt an zu arbeiten.
Noch jemand was gemerkt? Also Flavor. Aha. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn wir jetzt anfangen zu meditieren, kein Bild mehr, dann geht was. Das war ja nur eine Vorbereitung. Ich möchte einen letzten Abschnitt vorlesen von diesem großartigen Ernst Haeckel. Der passt eigentlich hier sehr gut hin als Abschluss. Jedes Mal, wenn ich der lieben Mutter Erde wieder nahe komme, mich ganz wie ich bin und lebe in sie hineinstürze, Wald und Berge und Wasser auf mich ganz unmittelbar wirken lasse, dann lebe ich neu auf und neue Begeisterung für alles Wahre, Gute und Schöne strömt in mein Herz hinein. Ja, mit diesen wunderbaren Worten möchte ich hier beenden. Danke euch sehr, sehr herzlich, dass ihr diese sehr anspruchsvolle Reise mit uns hier alle zusammen gemacht habt. Ich bin sehr dankbar, dass ihr das, wie ich jetzt sehe, auch sehr gut aufgenommen habt. Vielen herzlichen Dank.